bricht der Yellowstone-Supervulkan aus und verursacht eine weltweite Katastrophe? Forscher haben nun eine beunruhigende Entdeckung gemacht und alles dazu erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Kommentar und einen Daumen nach oben, denn dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank Leute und herzlich willkommen! Man kennt das. Da hat man sich gerade mal wieder auf die Straße geklebt, um gegen den Klimawandel zu protestieren und dann explodiert der Yellowstone-Vulkan. Kein so unwahrscheinliches Szenario, denn der Yellowstone-Vulkan ist in der Vergangenheit schon regelmäßig ausgebrochen und hat dabei jeweils ziemlich heftige Auswirkungen auf einen gigantischen Umkreis gehabt. Allein in den letzten 2,1 Millionen Jahren, was geologisch gesehen wirklich überhaupt nicht lange ist, hat der Yellowstone drei katastrophale Ausbrüche erlebt, die kontinentweite Aschewolken auslösten und das globale Klima durcheinander gebracht haben. Und das nur, weil es noch keine Staaten gab, die dies durch höhere Steuern verhindern konnten. Okay, ich muss mit diesen Witzen aufhören, sonst werde ich gecancelt. Der jüngste dieser katastrophalen Ausbrüche fand vor etwa 631.000 Jahren statt und bildete einen Krater von etwa 70 Kilometern Durchmesser. Ich bin ja leider schlecht in Mathe, aber wenn wir uns das mal so vor Augen führen, könnte einem ja Angst und Bange werden. Drei große Ausbrüche in 2,1 Millionen Jahren und der letzte war vor 631.000 Jahren. Es wäre also für den Yellowstone mal wieder Zeit, ein bisschen Dampf abzulassen. Und ein solcher Ausbruch würde wohl nicht nur zu regionaler Zerstörung führen, sondern er würde tatsächlich eine gigantische Aschewolke in die Atmosphäre befördern und das globale Klima fundamental verändern. Viele Leute machen sich daher Sorgen wegen eines erneuten Ausbruchs, doch außer dieser angesprochenen Zeitkomponente gab es bislang wenig Indizien, die wirklich auf einen baldigen Ausbruch hindeuten könnten. Doch nun haben Forscher etwas Erschreckendes gefunden, nämlich, dass der Anteil des glutflüssigen Gesteins in der Magmakammer des Supervulkans doppelt so hoch ist wie geschätzt. Eine wesentlich mehr gefüllte Magmakammer in einem Supervulkan, das klingt einigermaßen beunruhigend. Wie viel Sorgen wir uns machen müssen, erfahrt ihr gleich. Erstmal schauen wir uns aber den Sponsor dieses Videos an. Ich stelle euch AG1 von Athletic Greens vor. AG1 beinhaltet 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Hier im Planetarium sind meine Tage manchmal sehr lang, denn wir haben ein astronomisches Museum, das ich in Schuss halten muss. An solchen langen Tagen hilft mir AG1 als Vitaminkick am Morgen dabei, den ganzen Tag Planetenmodelle aufzuhängen oder Erdrotationsversuche aufzubauen. Das schmeckt super lecker, gibt mir den nötigen Energiekick und hilft mir, mich mit voller Energie auf die Weltraumexponate zu konzentrieren. Es unterstützt auch meine tägliche Nährstoffversorgung und ist praktisch, jeden Tag einmal. Und da es dank seiner Pulverform vom Körper effizient aufgenommen wird und leicht absorbierbar ist, unterstützen die Nährstoffe meinen Körper von innen. Wenn ihr das auch versuchen wollt, habe ich eine fantastische Möglichkeit für euch. AG1 ist im Abo-Modell erhältlich, wird monatlich frei Haus geliefert und das Abo kann jederzeit pausiert oder gestoppt werden, auch direkt nach der ersten Bestellung. Auch der Lieferrhythmus kann beliebig angepasst werden. Klick auf meinen speziellen Link und sichere dir 5 kostenlose Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 plus K2 zu deiner ersten AG1 Bestellung im Abo. Du kannst AG1 unverbindlich mit 60 Tage Geld-Zurück-Garantie testen und Neukunden erhalten eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Also wirklich eine super Möglichkeit, auch wenn ihr kein Weltraummuseum habt. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ich kann es euch nur sehr empfehlen. Was bedeutet denn jetzt die erhöhte Magmamenge des Yellowstone für uns? Wie sehr steigt dadurch die Gefahr eines Ausbruchs? Um das zu beantworten, ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie die Geologen das überhaupt herausgefunden haben. Sie nutzten dafür hochmoderne seismische Methoden. Der Geophysiker Michael Pollan beschreibt es so: Es ist, als hätte man ein besseres Objektiv für seine Kamera bekommen. Die Dinge rücken in den Fokus. Das klingt allerdings einfacher als es ist, denn die Magmakammer liegt unter der Oberfläche und ist nicht einsehbar. Zumindest würde ich nicht empfehlen, sich dorthin zu begeben, denn dort ist es so heiß, dass selbst Frauen und als weiblich gelesene Person innen keine kalten Füße mehr bekommen würden. Ich werde sowas von gecancelt.
Um also unter die Oberfläche zu sehen, nutzen die Wissenschaftler Informationen, die sie aus den Geschwindigkeiten von seismischen Wellen auf ihrem Weg durch den Boden gewinnen. Seismische Wellen, die als S-Wellen bekannt sind, sind besonders nützlich bei der Analyse von Vulkanen, da sich diese Wellen erheblich verlangsamen, wenn sie auf eine Flüssigkeit wie Wasser oder geschmolzenes Magma treffen. Anhand der Zeit, die eine S-Welle benötigt, um von einer Sendequelle zu einem Empfänger zu gelangen, im Vergleich zu der Zeit, die andere seismische Wellen benötigen, die sich in Flüssigkeiten nicht verlangsamen, können die Forscher abschätzen, wie viel geschmolzenes Magma vorhanden ist. Und die Wellen bewegen sich nicht in einer geraden Linie, sondern strahlen nach außen ab. Wenn sie auf eine unterirdische Besonderheit treffen, die sie verlangsamen könnte, biegen sie vielleicht um diese herum, anstatt sie zu durchlaufen. Und diese zusätzlichen Wellenbewegungen fügen dem Bild eine Menge feiner Details hinzu. Aber diese extra Bewegungen zu berechnen erfordert auch eine Menge Rechenleistung. Und erst jetzt ist das durch neuartige Supercomputer überhaupt möglich und brachte den Forschern so nun die Information, dass die Magmakammer des Yellowstone eben doppelt so befüllt ist wie gedacht. Für alle, denen das jetzt zu viele geophysikalische Fachwörter waren, hier nochmal eine einfache Erklärung mit Vanillepudding. Stellt mal vor, an beiden Seiten dieses Puddings befinden sich geologische Messstationen. Eine seismische Welle, beispielsweise durch ein Erdbeben, bewegt sich nun durch den Pudding. Im Pudding verhält sie sich anders als außerhalb des Puddings und die genauen Details dieser seismischen Wellen können mit Supercomputern errechnet werden. Und daher wissen wir nun, dass die Puddingkammer dieses Super-Puddings doppelt so voll ist wie gedacht. Super-Pudding. Aber was heißt das denn jetzt im Detail? Die unterirdischen Magmakammern des Yellowstone enthalten meist gehärtete, abgekühlte Kristalle, die mit einer gewissen Menge geschmolzenem Material vermischt sind. Wie viel Magma im Verhältnis zu den Kristallen vorhanden ist, kann bestimmen, wie ausbruchsbereit ein Vulkan ist. Vulkanologen suchen also nach dem konkreten Anteil an flüssigem Magma, wenn sie wissen wollen, ob ein Ausbruch bevorsteht. Und bislang ging man von einem Schmelzanteil im Yellowstone von 5-15% aus. Durch die neuen Erkenntnisse müssen wir diese Ziffer aber deutlich nach oben korrigieren. Wir wissen nun, dass der durchschnittliche Anteil an flüssigem Magma im Unterbauch des Vulkans zwischen 16-20% liegt. Also hat sich die Schätzung von im besten Fall nur 5% Schmelzanteil zu im besten Fall 16% geändert. Da werden jetzt einige von euch schon ein wenig nervös die Frage stellen: Wo ist der nächste Bunker? Keine Angst, Leute, es steht keine unmittelbare Gefahr bevor. Vulkanologen gehen davon aus, dass der kritische Schmelzanteil, bei dem der Vulkan zum Ausbruch bereit sein könnte, eher zwischen 35-50% liegt. In der neuen veröffentlichten Studie heißt es, der von uns ermittelte Anteil liegt demnach substanziell unter dem, was man beim Yellowstone-Vulkan in der eruptiven Phase seines Zyklus erwarten würde. Wir müssen uns also noch nicht akut am Yellowstone-Vulkan festkleben, um den Ausbruch zu verhindern. Ach, sorry Leute, ich kann's nicht lassen. Aber erschreckend ist diese Studie natürlich dennoch, denn sie zeigt, dass der Yellowstone zwar noch nicht in seiner eruptiven Phase ist, aber er ist näher dran am Ausbruch, als wir dachten. Wird das in unserer Lebenszeit geschehen? Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Wird es irgendwann geschehen? Definitiv. Und nun wissen wir, dass es eben nicht mehr so extrem in der fernen Zukunft liegt, wie wir dachten. Das lässt schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl zurück. Der Geophysiker Michael Pollan sagt, es ist so etwas wie ein Schreckgespenst für die Leute und das ist traurig. Es ist ein interessanter Ort, der so viel zu bieten hat und die Leute konzentrieren sich auf etwas, das zu unseren Lebzeiten nicht passieren wird. Ich muss sagen, dass ich diese Aussage ein bisschen fragwürdig finde, denn bei einem potenziell so apokalyptischen Ereignis wie dem Yellowstone-Ausbruch ergibt es doch Sinn, sich auch damit zu beschäftigen, selbst wenn es nicht mehr zu unseren Lebzeiten geschieht. Genauso wie die NASA im Rahmen des DART-Projekts erprobt, wie man gefährliche Asteroiden abwehrt, obwohl wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten keiner einschlagen wird. Schauen wir also mal, wie sich das weiterentwickeln wird. Und wenn ihr euch doch in den Bunker verziehen solltet, dann sage ich euch vorher noch rechtzeitig Bescheid, versprochen. Schreibt mir übrigens gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch solche Geologie-Themen hier öfter auf dem Kanal wünscht oder ob ihr sagt, nee, ich möchte ausschließlich Weltraumvideos. Würde mich sehr interessieren und ich werde mich natürlich nach der Mehrheitsmeinung richten, versprochen. Unabhängig davon, wie dieses Meinungsbild ausfällt, reisen wir nun aber erstmal von den irdischen Vulkanen in den Weltraum. Denn dort
haben Forscher ein mysteriöses Geisterleuchten entdeckt, das unser gesamtes Sonnensystem durchzieht, und das Ganze hat wohl etwas mit der ominösen Oortschen Wolke zu tun. Um alles über dieses super spannende Thema zu erfahren und euch die Originalaufnahmen des Geisterleuchtens anzuschauen, klickt unbedingt mal auf das angezeigte Video. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, vergesst nicht auf den Link des Sponsors AG1 zu klicken. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!